und herzlich willkommen. Ich stoße auf meinen Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde International Transport. Ja, ich hoffe, ihr geht's euch gut. Ich seid alle gut drauf und hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir haben das Wochenende hier in Rumänien beim Carrefour, bei dem Einkaufszentrum, verbracht. Wir haben Leergut für München geladen, eben Leergut auch für Carrefour in München. Lauter so leere Lebensmitteltruhen, Kisten, was du da so im Handel hast. Das bringen wir jetzt auch für 1700 Kilometer in dem Spurzwende. Haben hier beim Carrefour an der Rampensteg bleiben können. Und gute Sanitäranlagen gehabt. So, wir haben es hier Restaurants gehabt, also das Wochenende war sozusagen erträglich, sagen wir mal so. Dann hat mir ein Firmenauto zur Verfügung gestellt, dass ich auch ein bisschen mir die Gegend durchschauen kann. War ganz praktisch. Grüße gehen natürlich raus an meine Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen. Schön, dass es hier den Weg zu mir in die International Transport gefunden habe und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit diesem Let's Play unterhalten, meine Sportsfreunde. Genauso wie Grüße rausgehend an meine YouTube-Kollegen, an erster Linie an den Meister der Classic Trucks und des auf Achse Storyplays, an Tracker Andal, der JJ on Tour, an Micha von der ETL auf Achse, an Hermann M. an Stefan und Maisi on the road, an Harry Dion, an die virtuellen Trucker Stories, die Spieltanne, an Badora und an die ganzen anderen Kollegen, die was ich in meiner Playlisten verlinkt habe. Schaut mal vorbei bei den Jungs, die machen alle geile Storyplays, die machen alle geile Projekte. Die machen alle geile Projekte, die machen geile Livestreams von Zeit zu Zeit. Also kann ich jeden wärmstens ans Herz legen. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben und ein nettes Kommentar würde mir und meinen Kollegen helfen für den YouTube-Algorithmus. Und wenn es euch natürlich richtig gut gefällt, ein Abo ist natürlich kostenlos und natürlich schmerzfrei. Und wenn es die Glocken aktiviert, wird es so nichts mehr versammeln wir in dem Sportsfreunde. Ja, 1700 Kilometer ballern wir jetzt durch. Einmal Leergut für München. Ist jetzt nicht so, dass jetzt das üblich ist, aber wahrscheinlich ist oben in München, keine Ahnung, was damit machen, waschen, selber brauchen oder sie haben seinen ausgeliehen. Kann uns eigentlich relativ egal sein. Ich denke mal so, besser, ich bin jetzt hier beim Carrefour an der Rampen gestanden, wo ich lauter Geschäften um mich herum gehabt habe, wo ich einkaufen gehen können, wo Restaurants gewesen sind, zum Essen gehen, als wir, dass ich sage, ich muss irgendwo draußen auf dem Parkplatz stehen, womöglich kann ich Sanitäranlagen und dann muss ich dann wieder, weiß nicht, wie weit zurückgefahren. Irgendeine Ladung, weil man das schon ehrlich gesagt jetzt so gesehen, auch wenn es außen schlafen ist, lieber gewesen. Dafür starten wir jetzt am Montag wieder voll durch. Für den Kunden.
Natürlich Öl habe ich gekauft für Firmenkarten. Man nämlich da durchkämmert. So ein Volvo. Sollen wir ein Stückchen zusammenfahren, dann werden wir einen Cut machen und dann werden wir uns dann kurz vor München nachher nur mal sehen, mal im Spaßfreunde. So geht's ja gut. Um 4 Uhr bin ich losgestartet, kurz die 9 Stunden voll durchballern. Das passt dann nämlich hervorragend. Schau, ist jetzt ist die Tankstelle. Warte. Rest. Das ist die Tankstelle. Ist doch hier vorne. Genau, weil dann kommt der Halbfeuer-Tank. Da hätte ich noch in Rumänien nämlich den ganzen Tank erledigt. Licht ist eingeschalten. Licht ja gerade so ein bisschen dunkel. Haben Sie es ganz gut gemacht, so mit den Skyboxen, seht ihr es? Also wer jetzt da vorne wird, ringer. Also ich gehe jetzt mal davon stark aus, dass da vorne ringer wird. Die Wolken so dunkel sind. Eigentlich gut gemacht, gell? Wenn ich jetzt so in den Spiegel schaue, ist es strahlend blauer Himmel. Ja, SCS tut sich schon viel an. Schauen wir mal, wo die Reise im Jahr 2024 hingeht. Griechenland. Auf Griechenland freue ich mich am meisten. Da hoffe ich nachher, dass der Volvo mit dem, was wir da fahren, nachher noch funktioniert. Wenn wir dann auch einen First Look machen. Wieder so wie beim Westbalkan DLC. Vielleicht mache ich das dann diesmal sogar mit einem Livestream. Vielleicht mache ich das dann diesmal sogar mit einem Livestream. Ich sagen, ich bin auf Kreta bin ich mal gewesen, meiner Frau Urlaub machen und sie ist vorher eigentlich nur in Athen, aber wenn nur mit dem Sport, mit dem Kickboxen, bei der Athen Challenge, so heißt es richtig. Ja, so heißt es richtig, so heißt es einfach. Ich habe nichts Falsches gesagt. Aber Griechenland, keine Ahnung, kriegt man so mit. Ich hab das ja ganz gern mit unten. Griechen waren da freundlich.
die Italiener waren da freundlich, wo ich mit Entlastung unterwegs war, also verdient jetzt ja, aber keine Ahnung, Griechenland hat einfach so ein bisschen anderes Flair, keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Vielleicht hat mir mein Firma die Ladung gegeben, weil sie sagen, aha, wir dürfen den nicht mehr zu viel belasten. Ja, stolz ist halt mit über 1 Million Kilometer. Schauen wir von dahin. Und aus, das passt eh gut. Wenn man da vorne ist, hat man jetzt eh gleich die Tankstückung dann irgendwo. Hervorragend. Keinerlei Verkehr, ich sag mal. Da geht's eh schon wieder. Ich liebe so an Osteuropa eher mehr Landstraßen. Eher wenig Autobahn. Ist gut, dass die International Transport Oil eigentlich da sie spezialisiert hat auf eher Osteuropa. Jetzt haben wir wieder ein Stückchen Autobahn. Aber so im Allgemeinen, es ist ja, wenn man jetzt mal aus Außenansicht geht, es ist auch richtig gut gemacht. Das Balkan-DLC da Osteuropa ist richtig gut gemacht. Gefällt mir ganz gut. So in einer von den letzten Folgen hat man dann den Müll auf der Seite ein bisschen gesehen. Man hat dann wieder da und da ein bisschen so ein Kreisel neben der Autobahn stehen, wo einer ums Leben gekommen ist. Oder es ist richtig gut realistisch gemacht. Also von dem her. Tankstelle ist schon, was ist die verkehrte? Jetzt haben wir es nur. Das war jetzt die gewesen. Ja, ich würde mal sagen, dass wir nicht zu viel Zeit verschwinden. Mache jetzt hier einen kurzen Cut, meine lieben Sportsfreunde, und dann sehen wir uns kurz vor München wieder. Bis gleich. So, meine lieben Sportsfreunde, da nehme ich jetzt wieder mit. Wir sind an der Grenze von Salzburg.
Jetzt hier schnell nochmal in Österreich aufgetankt. Öl wieder Kraft. Oh, mein Schlosshund, der frisst Öl. Unheimlich frisst der Öl. So. Unheimlich frisst der Öl. So, sehen wir schon wieder da. Hat er den Punkt nicht ganz genommen. Nur hier nämlich außen auf der Autobahn sitzt. So. Wie gesagt, Öl habe ich jetzt gekauft, der frisst unheimlich an Öl. Aber jetzt kann schon nicht mehr viel schief, es kann nicht mehr viel schief gehen. Wir sind jetzt schon mal hier am Chiemsee, nicht mehr weit weg von München. Also wenn jetzt was schief geht, dann ist es mit dem Abschleppen, wäre es so gesehen kein Problem. Ich habe jetzt auch hier an der Grenze mit der Firma telefoniert, dass ich bis jetzt gut durchgekommen bin. Ja, na durchgeben, dass ich gute 25 Liter Öl da wir nachkippen hab müssen. Und sie werden jetzt was organisieren. Dass sie die Sache sich annehmen, sagen wir mal so. Die Vicenza sagt halt, das ist halt. Sie haben mit den Lastern damals angefangen. Das ist nur sozusagen die Generation One der International Transport. Schauen wir mal, was dann Phase ist, wenn wir in München sind. Der sei irgendeine Dichtung ist undicht oder also ich war also out of story, meine Schutzfreunde. Ich kannte dich jetzt seit einiges verzögern. Aber für dieses Let's Play bin ich kein Mechaniker. Oder mehr aus. Uiuiui. Das Spiel, das ist jetzt zu viel gewesen, dass du in die Bremse gestiegen bist.
Die Münchner Allianz Arena. Wir sind wieder sozusagen in der zweiten Heimat. Was ist denn? Komm schon. Ich bin konzentriert. Es ist gleich Feierabend. Wir haben die 1000, knappe 1800 Kilometer haben wir gut durchstanden. Somit sind wir hier beim K-Fort angekommen im Sportsfreunde. Ja, das ist mal eine kürzere Folge, aber ich glaube, wir haben mal ein längeres Jahr hinter gehabt. Wenn wir uns da mal ummelden gehen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, sodass, wenn es hier aus der International Transport weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergiss zwar meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, vor allem meinem Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!